Entschuldigung. Das ist okay, ich musste auch erst lachen. Okay. Guten Abend, Dr. Kreuzfeld. Dr. Kreuzfeld, ja. So. So. Dann legen wir mal los, ja. Ein Träumchen. Super, kommen Sie. Ach ja. Mann, meine Homies sind bestimmt wieder unterwegs. Ach, da, oder? Okay, ey, danke schön, Mann. Ich kann ihm Bier irgendwie als Danke dir nichts ausgeben, Mann. Ah, wir müssen Björn, Mann. Auf, ja? Was ist hier nur los? So, so Mr. Sülberg, kommen Sie. Wir gehen mal in ein Behandlungszimmer. Ja, ja. Hast du meine Nummer, ja, ne? Du sollst mich ja anrufen, Mann. Hast du meine? Nee, warte mal. Ich gebe dir viel, ja, sag mal, warte. Na, wir wollen uns da nicht reinhängen. Immer die Privatsphäre respektieren. Soweit möglich. Ja. Gut, gut. Ja, wir müssen das gleich nochmal aufarbeiten, ja, nachdem wir das Gespräch haben. Hey, hallo. Einmal das Telefon weg hier. Mr. Rocco. Scheiße. Ach, jetzt. Mr. Rocco, bleiben Sie stehen. Detektiv 400, Mr. Rocco. Was ist denn hier passiert? Bisschen. Ich habe einen Anruf frei, Mann. Ich kenne meine Rechte, Mann. Sie haben gar keinen Anruf frei. Sie werden jetzt erstmal ordentlich durchsucht und dann werden Sie festgenommen. Kein Problem, aber ich habe einen scheiß Anruf frei, Mann. Sobald er den... Okay, weg, Taser, wenn er den jetzt nicht weglegt. Uiuiui. Ich werde wieder verhaftet, Taser. Mann. Komm gleich zum DP, Mann. Mhm. Ich bin scheiß Krankenhaus, werd verhaftet, Bro. Scheiße, ich habe gesagt, Taser, der legt das nicht weg. Was soll denn das, Hansen? Ja, Taser, okay. Sie ihn. Oh. Das ist zu spät, aber konsequent ist konsequent. Sehr gut, Arbeit, Hansen. Wundervoll, wundervoll. Scheiße. Ich hab schon wieder auf jemanden geschossen. Irgendwas Illegales dabei. Oh Gott, ist da drin jemand drin? Nein. Super. Nee. Herr Sülberg, ist das vielleicht der Grund, warum Sie kein Interesse an der Polizei haben, weil so inkonsequent gehandhabt wird? Also Interesse an der Polizei kann ich jetzt so nicht sagen. Naja, Interesse nicht. Aber sagen wir, sind Sie nicht vielleicht frustriert aufgrund der Tatsache, dass es immer wieder zu solchen Vorfällen kommt? Mhm. Kommt halt immer drauf an, das ist das Verhalten einzelner Kollegen. Ne? Also bloß weil jetzt jemand ein Telefon in der Hand hat, finde ich einen Taser immer noch ein bisschen drüber, aber es hat die Detective Unit, die hat eine andere Vorgehensweise als wir im Streifendienst. Das verstehe ich. Gut, nochmal. Ich danke Ihnen, Mr. Sülberg, dass Sie erstmal so lange gewartet haben und entschuldige mich im gleichen Augenblick, wir hatten einen medizinischen Notfall. Das ist gut. Das kommt auch im Rahmen der Psychologie vor. Ein sogenannter Mental Breakdown. Oha. Ja, aber ich will nicht ins Detail gehen. Uns liegt die Privatsphäre unserer Klienten sehr am Herzen. Zu meiner Rechten ist Tammy Mayfield. Zuletzt angestellt beim Department of Justice, hat sich als hervorragender Protégé im Rahmen der Analyse von Problemen und Problemfällen herausgestellt. Und deswegen wird sie das Gespräch begleiten. Haben Sie damit ein Problem? Nee, gar nicht. Wir hatten ja Montag schon das Vergnügen. Super, noch in einem anderen Berufsfeld. Super. Einen wunderschönen, netten lieben Dank. Danke. Ja, super. Dann, Herr Sülberg, es geht um eine Studie, eine Erforschung, eine Forschungsarbeit. Nicht im Rahmen meiner Diplomarbeit oder meines Doktortitels, das nicht, sondern einfach, um herauszufinden, was die Faszination an diesem Internet ist. Denn, wie mir zugetragen wurde, sind Sie als Kandidat da mal hier und da vor Ort. Und mittlerweile sind Sie ja, wie es scheint, auch nicht mehr beruflich besonders integriert. Und ich möchte ergründen, erstmal, was die Faszination dahinter ist. Also, warum zieht es Sie zu diesem Internetcafé? Was glauben Sie? Es ist so diese andere Welt, wo eigentlich alles okay ist. Die Gesetze sind eindeutig, man hat Freunde. Dieses Gefühl, wenn diese Zahl von Freunden immer größer wird, es gibt so eine innerliche Ruhe. Ja. Was ist, wenn sie nicht größer wird? Es ist wie so ein Knoten im Gehirn, der sich ewig nicht bewegt. Das ist und dann kommt wieder einer dazu und dann reißt dieser Knoten. Schlimm wäre es, also ich habe diese Erfahrung zum Glück noch nicht gemacht, dass einer von der Zahl weggeht. Sie haben noch keine Erfahrung damit gemacht, dass einer Ihrer virtuellen Freunde, wenn wir sagen würden, ist das ein Begriff, den Sie gut finden? Ja, doch. Ja, ich würde es.
also das gibt ja die Freunde und es gibt ja die Leute, die mir folgen. Das ist ja, die Freunde sind mir schon wichtiger. Follower kommen und gehen, also diese folgenden Menschen. Das ist schwierig. Erklären Sie mal bitte, Moment, wir müssen das Schritt für Schritt machen. Es tut mir leid, ich kenne mich da nicht so aus. Alles gut, alles gut. Was ist denn der Unterschied zwischen Leuten, die Ihnen folgen, und Freunden? Die Leute, die mir folgen, interessieren sich einfach nur für die Dinge, die ich schreibe. Und Leute, die ich als Freunde habe, die kenne ich halt vielleicht. Und Sie würden sagen, was würden Sie sagen, ist Ihnen wichtiger? Das hält sich momentan noch so ein bisschen die Waage. Ah, verstehe. Aber vielleicht irgendwann einfach die mir folgen, weil Freunde hat man irgendwann genug. Aber so Leute, die es interessiert, was man zu sagen hat. Das ist interessant. Das ist interessant. Fühlen Sie sich denn wichtiger, weil Leute interessiert, was sie zu sagen haben? Das kann ich Ihnen. Das ist schwierig, das ist sehr unangenehm. Nein, Sie brauchen wirklich, tun Sie sich nicht schwer, wenn es darum geht, jetzt hier zu Scham zurückzuführen. Glauben Sie also mir. Scham wird es nicht. Das ist eher so eine emotionale Geschichte. Also, emotional, ja. Das, gut. Das ist schon. Man fühlt sich halt, wie gesagt, das ist. Fühlen das Sie ist sich deswegen wichtiger? Ja, doch. Ja. In gewissem Maße. Man muss sich das vorstellen wie so ein Virus. Wie so eine Influenza oder irgendwie sowas. Virus, Influenza. Das ist interessant. Haben Sie das Gefühl oder kennen Sie jemanden, den es genauso geht wie Ihnen? Na, nee, noch nicht. Also, das ist ja das Nächste. Man kann sich ja dann, wenn es so Leute gibt wie ich, also wenn es dann Leute gibt, die auch viele Leute haben, die ihnen folgen, man könnte sich ja miteinander kommunizieren und so zusammen Sachen posten. Ja, sagen Sie, ich verstehe, würden Sie sagen, dass Menschen ohne Follower irgendwie weniger wert sind? Weniger wert nicht. Also das, sagen Sie, wenn Sie jetzt... Wenn Sie mir folgen, sind Sie natürlich nicht weniger wert. Ja, und was ist aber, wenn Ihnen jemand das Angebot machen würde, was Sie eben gerade gesagt haben, zusammen irgendetwas schreiben, im Internet kollaborieren, würden Sie das von jemandem annehmen, der keine bis einen Follower hat? Das kommt auf die Sachlage desjenigen an. Also, Sachlage. Ich bin ja jetzt auch nur bei 9 Leuten, die mir folgen. Aber man könnte sich ja, wow. Also wenn er einen hat, wäre das ja vielleicht einer, der mir danach folgt. Das wären ja dann 10. Wow. Das wäre ja zweistellig. 9 Menschen. Wissen Sie, wie viele 9 Menschen sind? Das sind mehr Menschen, als wir Betten hier drin haben. Ist Ihnen das aufgefallen? Das sind mehr Menschen als im PD momentan. Aktiv arbeiten, ja. Ah, Sie haben schon wieder das PD gesagt. Sagen Sie, wenn ich sagen würde, dass Ihnen diese Welt, diese virtuelle Welt, so gut gefällt, dass Sie auf die Idee kommen, sich dem Stress des beruflichen Alltags nicht auszusetzen, würden Sie dann zustimmen? Ja, das ist vielleicht jetzt die letzten 2 Tage, es ist vielleicht so ein bisschen eskaliert, aber jetzt haben wir ja auch Internet auf Arbeit. Das heißt, der Grund, warum Sie zur Arbeit gehen würden, wäre, weil Sie dort das gleiche Angebot hätten wie bei einem Internetcafé? Jein, also mir macht meine Arbeit natürlich Spaß, das Streifefahren mit den Kollegen, aber es fehlt dann halt was. Zum Feierabend einfach dieses gemütliche, nochmal in die Röhre gucken, dieses hat sich die Zahl bewegt, einfach dieses zufriedene Gefühl, einschlafen. Mr. Sülberg, kennen Sie Arbeitskollegen, die da ähnliche Herangehensweisen haben bezüglich des Umgangs mit der Arbeit und ihrer Freizeit? Ja, es gibt so ein paar Leute von uns, die sind doch recht viel privat auch unterwegs. Mhm. Aber das hält sich die Grenze. Also es gibt auch ganz viele, die schlafen sehr viel und sehr lange. Also ja. Hält sich momentan so die Waage. Und wir sind halt, wir Sergeants waren die letzten Tage sehr, wir waren on fire und haben viel gemacht. Ja. Ich glaube, ich brauche einfach diesen Ausbruch aus dieser geregelten Welt des PDs und einfach
jemand anders sein, einfach Dinge tun, die man jetzt so nicht tun kann, wie zum Beispiel schreiben, ey, yo, was geht? Das kann ich als Polizist halt nicht sagen. Das Ding halt, ich komme dann aus dem Projekt. Haben Sie eine anonyme Identität im Internet? Nein. Also das nicht, aber da habe ich ja meine Uniform nicht an. Als Uniform bin ich ja Staatsbediensteter. Da muss ich ja doch in einem gewissen Maße anders agieren, als ich als Privatperson agieren kann. Interessant. Also ja, ich habe auch schon überlegt, einfach, weil wir ja Probleme haben mit Personalfindung, dass man vielleicht das Internet und das PD verknüpfen könnte, als, wie Sie es schon gesagt haben, Netzwerk-Kooperationsdinge. Aber was ist, wenn die Polizeibeamten alle das gleiche Schicksal erleiden, wie Sie gerade erleben, Sie meiden den beruflichen Stress und verziehen sich in eine Realität, die keine Realität ist, in eine virtuelle Welt aus Bits und Bytes, in der Sie sein können, was Sie glauben sein zu wollen. Aber wer kümmert sich um die Gesellschaft? Wer kümmert sich um die Kinder? Denken Sie doch an die Kinder. Und ich sehe es als hochbrisant an, dass Sie das Ganze direkt verglichen haben mit einem sehr treffenden Vergleich, einem Virus, einer Influenza. Verstehen Sie, Süberg? Ah, das, ich weiß. Also ich muss mich dagegen, glaube ich, irgendwie. Es muss dagegen irgendwas geben. Ja, ich verstehe. Eine Impfung oder ich weiß es nicht. Nein, wir müssen, ja, ich kenne das Mittel. Wir müssen da schnell agieren. Sehr, sehr schnell. Denn das, was sich hier andeutet, weist auf jeden Fall dazu hin, dass die übermäßige Präsenz im Internet die Menschen aus der Realität entkoppelt und dazu führt, dass sie ihre Jobs verlieren, dass sie ihre Bleibe verlieren, dass sie zwischenmenschliche Beziehungen außer Acht lassen und nur noch für Volkschaft leben, für unbekannte Dritte, die im Hintergrund eine beobachtende Position einnehmen, wie ein Außenposten, wie ein Auge auf einem Turm. Ja, es ist, auf die eine Weise stellt man sich das extrem unangenehm vor, dass Menschen, so fremde Menschen, Dinge von mir sehen, ja, die vielleicht privat sind, aber eigentlich auch wieder nicht. Also ich lege ja selber fest, was ich mit diesen Menschen teile. Tun Sie das? Hoffe ich, dass ich das zumindest. Sie hoffen so. Das, ja. Hoffnung, interessant. Also ich würde jetzt meine Adresse da nicht reinschreiben, aber... Was ist denn, wenn eine dritte Person, die Ihnen schaden möchte, weil sie weiß, dass Sie online sind, Ihre Adresse da reinschreibt? Das wäre sehr unangenehm für mich. Ja, weil Sie keine alternative Identität haben, sondern sich so präsentieren, wie Sie sind. Das heißt, wenn Sie irgendwann mit jemandem Streit haben und der Ihnen schaden will, dann weiß er, wo er Ihnen am meisten schaden kann. Sie haben eine Plattform gefunden, die auf der einen Seite die Selbstdarstellungswünsche ihrer Identität wiedergibt und jeder von uns, jeder, wirklich sogar die Frau Mayfield, strebt nach Anerkennung, so wie sie auch in ihrem beruflichen Werdegang. Und diese Anerkennung haben sie aber jetzt nicht mehr durch ihren Beruf, sondern durch diese alternative Realität. Die Alternative, dass ihnen gesagt wird, dass wichtig ist, was sie sagen. Verstehen Sie? Ja, ja, doch, verstehe ich. Also, ja, Herr Söbeck, man will sich das nicht so real vor Augen halten, dass es vielleicht doch eher ein Problem statt eine Lösung ist. Herr Söbeck, ich würde Ihnen empfehlen, wirklich. Und das ist ganz, das ist hier keine Therapiestunde oder so, Sie kriegen keinen Attest. Ich würde Ihnen empfehlen, vielleicht morgen mal komplett auf das Internet zu verzichten und Ihren Dienst wieder anzutreten. Oh Gott. Ohne Online-Tätigkeiten. Und wenn Sie das schaffen, reden wir am Folgetag darauf miteinander. Okay, also am Freitag dann sozusagen. Ja, ich versuche es Freitag einzurichten, aber es kann sein, versuchen Sie mal sich mit, oder machen wir es anders. Alles, was Sie jetzt erfahren haben, ist Wissen. Ja. Dieses Gespräch diente dazu, Ihnen eine Perspektive zu zeigen. Und wir werden am Montag. Jawohl. Nochmal miteinander sprechen und ich will wissen, ob Sie etwas geändert haben. Sie sind nicht dazu verpflichtet.
Nee, natürlich. Und wenn, ja, ich sehe das. Und wenn doch, dann wie sie sich fühlen. Und wenn nicht, dann wie sie sich fühlen. Okay, okay. Machen wir das so? Ja, das machen wir so. Gut. Sie sind vom Fach. Ich vertraue jetzt ihrer Fachmeinung dabei. Ich vertraue darauf, dass das, was Sie da gerade erleben, eine bevorstehende große Problematik werden könnte. Denn das, was Sie beschreiben, ist der Wunsch jedes einzelnen Menschen zur Anerkennung. Okay. Und das ist vollkommen nachvollziehbar. Also schauen Sie sich das Wochenende einfach nochmal um und dann reden wir am Montag. Das machen wir so. Wieder gegen 21 Uhr, oder? Ja, ich denke, wieder gegen 21 Uhr macht Sinn. Frau Mayfield, was sagen Sie? Ist notiert. Fantastisch. So. Ja. Gut, dann kommen Sie. Ja, ja. Aber das tat schon gut, einfach mal drüber zu sprechen. Natürlich, ich verstehe Sie da auch. Dass da dieser große Dämon im Raum ist. Faszinierendes Thema. Wirklich faszinierend. So, Herr Süberg, dann bleiben Sie gesund, passen Sie auf sich auf und wir sehen uns am Montag. Ich bedanke mich, Herr Dr. Kreuzfeld und Frau Mayfield. Ich wünsche Ihnen noch einen schönen Abend. Vielen Dank für Ihre Zeit. Ja, danke. Tschüss. Ich habe sehr viel notiert. Bevor ich etwas sage, was ist Ihre Einschätzung? Jetzt von dem Gespräch? Ja. Also es ist mir fällt es im ersten Augenblick jetzt erstmal schwer, anhand Ihrer Fragen da eine Einschätzung zu stellen, weil ich eventuell gegebenenfalls andere Fragen gestellt hätte. Das verstehe ich, ja, das ist absolut nachvollziehbar. Mhm. Hallo Penny. Hallo Penny. Ich habe das Gefühl vermittelt bekommen, dass er weiß, dass das, was er tut, eventuell nicht das Beste ist. Mhm. Aber ich habe auch das Gefühl, dass er nicht wirklich dass er nicht einsieht, dass es das, also er versteht das, aber er wird es nicht umsetzen. Und ich glaube, die Sucht hat ihn fester im Griff, als er selber denkt. Genau. Und jetzt ziehen Sie genau diese Schlüsse. Gibt es einen Unterschied in der klassischen Betrachtung jeglicher anderer Sucht? Denken Sie an Crack, denken Sie an Alkohol, denken Sie an Marihuana. Bei all diesen Süchten ist es so, dass der kompromittierte Patient in diesem Fall immer weiß, dass es irgendwie schädlich für ihn ist, aber er tut es trotzdem. Er kann nicht anders. Er wird dazu unterbewusst genötigt. Und genau so hier. Genau so. Genau dasselbe. Das heißt, sollte sich am Montag herausstellen, dass er aufgrund unserer offenen Worte keine Besserung sitzt, werden wir das Internet verbieten müssen. Wir werden es verbieten müssen. Es führt kein Weg dran vorbei. Das Internetcafé muss schließen. Aber das erst am Montag. Darf ich noch eine Nachfrage stellen dazu? Ja. Also, Sie haben ja gerade in den Raum gestellt, dass die Sucht mit dem Internet parallel zu den Süchten läuft, die wir sonst gewöhnlich kennen, ja? Ja, Crack. Ja, genau. Also, einmal kurz für mich den Gedanken ausdenken. Ja. Wenn ich etwas konsumiere, geht es in meinen Körper rein und da löst sich was. Also, da passiert was in meinem Körper. Das heißt, ich habe auch körperliche Sucht. Also ja. Empfinden und Reaktion. Ja. Aber wenn ich im Internetcafé bin, kommt ja nichts in meinen Körper rein. Was ist denn der körperliche Aspekt, wie bei allen anderen Suchtmitteln, die in meinem Körper drin sind, der das macht? Der körperliche Aspekt ist das Ausschütten von Endorphinen, von Glücksgefühlen. Hier geht es weniger um die Tatsache, dass eine Substanz zur Bewusstseinsveränderung führt. Hier geht es mehr um die bewusste, dadurch ausgeschüttete positive Energie. Die immer wieder angestachelte Fröhlichkeit, die verfälscht, dass Menschen natürlich nicht ständig von 10, 20, 100, 2000 Leuten gleichzeitig Applaus bekommen können. Das ist nur den absoluten Experten im Theater oder bei Konzerten möglich. In diesem Fall ist die Droge das gute Gefühl. Verstehen Sie? Das Glück. Und wir dürfen es nicht zulassen, dass sich der normale Mensch glücklich fühlt, nur weil er
zwei, drei Leute im Internet kennt. Ja. Das ist nicht zu tolerieren. Die Gefahren, die Sie angesprochen haben, die sind auch nicht aus dem Weg zu räumen. Natürlich, natürlich. Ja, okay, ich verstehe. Fantastisch. Puh. Sehr viel notiert, sehr gut. Ja. Zukünftig würde ich es übrigens begrüßen, wenn wir auf Behandlungen unserer Praxis verzichten können. Ich hatte so heftige Kopfschmerzen bei der Luft da drin, dass ich verstehen kann, warum Mr. O'Reilly darauf verzichtet. Aber, Tammy, was ist denn jetzt genau beim Gespräch passiert? Also so genau verstehe ich das ehrlich gesagt auch nicht. Also, zum einen wollte er rausfinden, wer mich gewarnt hat. Das wusste ich ja. Naja, und ich habe eben auch gesagt, das mit der Zwietracht und dies und das und Boba unter den Stein schmeißen. Ich glaube, der hat mir das abgekauft, ich bin ganz ehrlich. Aber ich glaube, das hat ihn auch sehr, 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 sehr wütend gemacht. Weil er, ja, sich das nicht von mir gefallen lassen möchte, dass ich ihn da irgendwie ein bisschen ärgere. Ja. Und was ihn aber fast noch wilder gewurmt hat, ist die Frage, warum ich rumerzähle, dass er sie entführt hätte. Dann habe ich gesagt, naja, das habe ich jetzt nicht rumerzählt. Nein, das habe ich rumerzählt. Und Penny, der hat Penny noch dazu geholt und Penny hat das auch gesagt. Sie meinte, ja, wir standen im Kreis und dann hat der Kreuzfeld das gesagt. Ja, natürlich. So wie es halt war. Und da war er erstmal sprachlos. Also ich glaube, der hat gedacht, dass sie das nicht rumerzählen. Warum sollte ich das nicht rumerzählen? Er hat mich entführt. Also er dachte, ich habe das gemacht. Ich bin irritiert. Er hat sich gefragt, warum. Okay. Mr. Punk scheint wirklich ein primitives Verständnis von grundsätzlich allem zu haben. Seine grundsätzlichen Auswüchse sind Gewalt und irgendwelche stupiden Beleidigungen in diesem Zusammenhang. Na, werden wir uns wahrscheinlich noch auf die eine oder andere Konfrontation gefasst machen müssen, da er auch mit dem unterprivilegierten und unterkomplexen Grosso zusammenarbeitet, der ganz eindeutig zu seiner Clique gehört. Der war auch ziemlich unfreundlich. Natürlich. Er hat ja gerade einen Pferdekopf vor seinem Vino-Laden gefunden. Es ist übrigens Zeit, Tammy. Zeit für den Schafskopf. Kommen Sie? Ich habe auf jeden Fall daraus gelernt, dass ich nicht denke, dass ich klüger bin, als ich bin. Und das nicht nochmal, also lieber nichts machen und die anderen machen lassen, glaube ich. Nein. Es geht nicht um nichts machen. Es geht um... Wie erkläre ich das? Erstmal fahren Sie am Vinoladen vorbei und wir gucken, ob der gute alte Pferdekopf da noch liegt. Famos. Also, es geht nicht darum, zu glauben, dass man schlau ist. Es geht darum, auf die Warnzeichen zu reagieren, Tammy. Verstehen Sie? Ich habe Sie gewarnt. Ja. Und was haben Sie gesagt? Sie haben gesagt, aber Herr Kreuzfeld, ich möchte das versuchen. Ja. Und fahren Sie vorne ruhig vorbei. Achso, ich sehe man hier rechts. Ja, genau. Einfach vorbeifahren, ich will sehen, ob der Pferdekopf da noch liegt. Und warten Sie. Nein, fantastisch. Dann Zeit für den nächsten. Gut, also, ich habe Ihnen gesagt, dass das vermutlich schwierig wird. Und dass die Erwartungshaltung des Helfens vielleicht nicht die richtige ist. Deswegen, Sie haben eine Entscheidung getroffen. Jetzt müssen Sie auch mit den Konsequenzen leben. Das, ja, definitiv. Ich kann die Konsequenzen jetzt nicht beeinflussen. Ich muss gucken, was passiert und die Konsequenzen so nehmen, wie sie sind. Genau, und das wird Sie stärker machen, Tammy.
stärker für das nächste Mal. Mhm. Und das heißt nicht, dass ich immer richtig liege. Nein, nein, gar nicht. Das heißt nur, dass sie sich das nächste Mal hinterfragen müssen, ob das die richtige Entscheidung ist. Mhm. Ja? Mhm, mh. Gut, gut, gut. Zeit für das nächste Präsent. Wird das da auch wieder hingehen oder geht das woanders hin? Nein, nein. Ich denke, ich weiß noch nicht tatsächlich. Ich denke, es sollte doch erstmal dahin gehen, ja. Also quasi, um den Ganzen nochmal Nachdruck zu verleiten und dass das kein Zufall war. Absolut korrekt. Mhm. So wie eben? Natürlich. Man lernt ja aus seinen Fehlern. Ja. Hoffentlich. Oder eben nicht. Mein Papa hat immer gesagt, lernen durch Schmerz. Vielleicht ist das ja Schmerz, was ich gerade in meinem Kopf habe. Verspüren Sie denn Schmerzen? Hm, nicht so körperlich, aber... ja. Aber das hilft dann beim Lernen. Hihi. Ja, hier wieder links. Wieder von hinten, okay. Natürlich, wir fahren den gleichen Weg nochmal. Mhm. Okay, Entschuldigung, ja. Yeah. So.